Hi ho, meine Flauschis, willkommen zu einer sonnigen Folge in der Natur, so mehr oder weniger. Ich bin aktuell bei meiner Familie und habe gedacht, hey, ich mache das Video diesmal bei meiner Familie, ohne First Sit, wie ihr seht, ganz normal. Ich habe euch auf Twitter ja abstimmen lassen, was ihr sehen möchtet in dieser Folge Ackermann Shorts, hoffentlich jetzt erstmal die letzte Folge. Und ihr habt mit, ich glaube, ca. 40% dafür gestimmt, dass ich über Furry auf meiner alten Arbeitsstelle berichte. Wie einige von euch wissen, ich werde den Namen der Firma nicht nennen. Ich war in einem Versandhaus beschäftigt in der Nähe von Freiburg. Ich meine, jetzt könnt ihr es googeln, es ist dann eure Sache, ob ihr das googeln möchtet oder nicht. Und dort war ich auch schon Furry. Das war in der Ausbildung, die ich 2013 begonnen und 2016 beendet habe. Und da möchte ich ein bisschen berichten, wie ich da mit Furry in Verbindung gebracht wurde. Expecto Patronum, nein. Especially auf Englisch, also beziehungsweise wie Furry von meinem Arbeitgeber aufgenommen wurde oder wie sie selbst drauf kamen, dass ich Furry bin. Dazu muss gesagt sein, ich habe meine Ausbildung in der Marketingabteilung begonnen. Das heißt, im Team der Handbuchschreiber und Werbetexter. Das heißt, wenn ihr so einen schönen Katalogtext seht von diesem Versandhaus, weil die haben auch Kataloge rausgebracht. Es ist windig. Ich hoffe, der Windschutz hilft. Die haben auch Kataloge rausgebracht und dort sind auch Werbetexte von mir gewesen. Darum soll es aber nicht gehen. Das Team war ziemlich kreativ. Wir hatten eine Cosplayerin, wir hatten einen LARPer. Wir hatten einen, der so ein bisschen das schwarze Auge, also so Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht hat. Und da habe ich dann irgendwann, kam ich mit einem, mit dem ich mich gut verstanden habe, ins Gespräch und habe halt gesagt, hey, ich habe halt Interesse an anthropomorphen Tierwesen. Und er sagt doch gleich, dass du Furry bist. Und ich so, cool, alles klar. Im Endeffekt war in der Abteilung das kein Geheimnis mehr. Wir haben uns drüber unterhalten, weil wir halt einfach eine sehr lockere Gruppe waren. Wir haben uns extrem gut verstanden. Mit Ausnahme einer Person, aber das war dann auch, ist ja auch nicht weiter wichtig. Und im Endeffekt wussten sie dann von Furry. Die Sache ist, ich hatte damals noch ein Auto, weil ich noch bei meiner Familie gewohnt habe und bin dann manchmal, am Wochenende bin freitags zur Arbeit und bin dann direkt los Richtung Köln, Düsseldorf, wo auch immer ich dann eben hin wollte. Und da hatte ich teilweise den First-Seed-Kopf dabei und da sie davon wussten, habe ich gedacht, komm, ich stell den mir einfach mal auf den Schreibtisch. Habe ich knallhart gemacht, weil ich hatte auch wenn ich Azubi war, ich hatte meinen eigenen Schreibtisch in der Abteilung und so konnte ich das einfach machen und habe das auch gemacht und dann haben wir uns darüber unterhalten und die waren sehr interessiert und fasziniert von Furry und so hat das natürlich auch das Produktmanagement nebendran so ein bisschen mitbekommen. Ich habe dann auch mal den Zyklopf aufgezogen und habe dann halt mal eine Runde durchs Büro gedreht, weil die das super spannend fanden und lustig und ich gesagt habe, ja gut, wir sind ja alle so irgendwie auf der gleichen Ebene und ja. Das war so der erste Schritt. Ich kam dann später ins Produktmanagement, die wussten davon und trotzdem habe ich auch da, wenn ich irgendwie nach Köln oder sonst wo gefahren bin, auf meinem Schreibtisch den First-Seed-Kopf hingelegt. Das ist natürlich, jetzt kann man sagen, okay, das war ja ziemlich naiv von mir, das zu tun und es hat mich auch nicht weiter gestört. Die Geschäftsleitung wusste davon nichts, das war abteilungsintern und es war alles tutti. Man muss dazu sagen, im Verlauf meiner Ausbildung, wo ich Jugendauszubildendenvertreter geworden bin und mich für die Rechte der Arbeitnehmer und Azubis stark gemacht habe, hat der Arbeitgeber ein bisschen mehr durch mich mitbekommen, weil ich nicht untätig war. Ich habe mit der Geschäftsleitung Gespräche geführt, war auch nicht schüchtern, habe auch mal gesagt, hey, so und so geht's nicht und so muss das gemacht werden. Und das war dann für die Geschäftsleitung auch nicht so cool. Und die haben dann Nachforschungen über mich angestellt, in den Abteilungen rumgefragt und irgendwann kam dann raus, dass ich Furry bin. Und irgendwann kam dann auch raus, dass ich einen YouTube-Kanal besitze. Weswegen ich im Verlauf, gegen Ende meiner Ausbildung, das war alles eher gegen Ende, wo dann der Arbeitgeber davon mitbekommen hat, dass ich einen YouTube-Kanal unter dem Namen Ackebahn habe, den sie gefunden haben. Wo auch ein ehemaliger oder ich weiß nicht, ob immer noch Mitarbeiter der Geschäftsleitung kommentiert hat. Den Kommentar habe ich, by the way, noch. Es war einfach total bescheuert. Und die haben versucht, mir mein Arbeitsleben dann zum Schluss zur Hölle zu machen, weil sie ein Problem mit Furry hatten. Wo ich dann auch jedem sage, hey, überlegt bei eurem Arbeitgeber gut, ob es intelligent ist, dass ihr euch als Furry, sag ich mal, outet, sofern ihr euch dann outen möchtet. Und weil es einfach eine schwierige Sache ist. Ich kneife die Augen mega zusammen, weil die Sonne so blendet. Dabei gucke ich nicht mal mitten in die Sonne. Das Lustige war, oder ich nenne es jetzt auch mal fast das Traurige, was gegen Ende passiert ist bei meinem Arbeitgeber. Das war, dass ich zum Schluss, wenn du die Ausbildung fertig hast oder dein Arbeitsverhältnis beendest, kriegst du ja in Deutschland deinen Sozialversicherungsausweis wieder, letzte Lohnabrechnung und Lohnsteuerjahresausgleichsbezug bla für brutto vom letzten Jahr, in dem du gearbeitet hast. Und
da kriegst du normalerweise oder kriegt ihr normalerweise einen Wisch, wo drauf steht: sehr geehrter Herr XY, anbei die ausstehenden Dokumente, Sozialversicherungsausweis, bla bla, mit freundlichen Grüßen Person X, Personalabteilung. Und bei mir haben die knallhart geschrieben: sehr geehrter Herr Wolf, Klammer auf, Akebahn, Klammer zu. Kein Scherz. Und das Ding ist signiert worden vom Chef der Personalabteilung. Ich war einfach so, what? Wie unprofessionell ist das? Also ich musste drüber lachen. Die wollten mich zum Schluss wahrscheinlich so ein bisschen mobben, weil sie mich gehasst haben, ziemlich, für meine Arbeit und das, was ich so getan habe. Aber what the fuck einfach? Sehr geehrter Herr Wolf Akebahn, in einem offiziellen Schreiben an mich. Puh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also im Endeffekt, dadurch habe ich dann auch nach der Kündigung eben den Kommentar von dem wahrscheinlich entweder geschäftsleitungstreuen Mitarbeiter oder Mitglied der Geschäftsleitung bekommen, der sich dann nur noch der Vandale genannt hat, weil er auf meinem Channel randalieren wollte. Ich habe keine Ahnung. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich meine, ich bin jetzt Student im fünften Semester, deswegen hat sich da auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Aber es ist einfach... Ja, ihr müsst bei eurem Arbeitgeber, ihr müsst immer gucken, wie ist euer Arbeitgeber drauf, wie sind eure Kollegen drauf, outet ihr euch oder nicht? Ich habe mich geoutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich arbeite jetzt aber bei Aldi und dort würde ich mich nicht outen. Das heißt, man muss immer so ein bisschen abwägen, was macht man und wie macht man's. Was mich interessieren würde, schreibt mir mal in die Kommentare oder stimmt von mir aus auch gerne hier oben ab. Habt ihr euch geoutet bei eurem Arbeitgeber oder sagt ihr, nicht gut, Mitarbeiter sind konservativ, die würden das nicht verstehen, die wollen das nicht. Für alle, die jetzt übrigens da klugscheißen wollen, Outing ist ein blöder Begriff, weil man muss sich als Furry definitiv nicht outen, aber habt ihr es mitgeteilt? Ich nenne es jetzt einfach mal mitgeteilt, damit auch keiner irgendwie jetzt auf die Idee kommt zu sagen, oh, nein, immer Outing gesagt. Deswegen, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf nächste Woche, da kann ich nämlich das Projekt, was ich mit euch vorhabe, umsetzen. Da kommt dann voraussichtlich Dienstag ein Video für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Bleibt flauschig, genießt das Wetter. Jetzt gerade ist es warm, es soll aber, glaube ich, kalt werden. Also macht's gut und ja, bleibt flauschig. Ciao, ciao.